Willkommen in unserem Beispielvideo zum Thema relative Änderung. Ich möchte mit euch anhand eines ehemaligen Beispiels aus einer Reifeprüfung die relative Änderung berechnen und interpretieren. Kommen wir zum Beispiel. Wir haben hier eine Übersicht einer Kriminalstatistik aus Österreich. Es sind in jedem Bundesland angegeben die angezeigten Kriminalfälle aus dem Jahr 2010, das ist der Ausgangswert unserer Betrachtung, und in der Spalte rechts daneben die angezeigten Kriminalfälle im Jahr 2011, jeweils nach Bundesland gelistet. Die Aufgabenstellung: Geben Sie für das Burgenland die relative Änderung der angezeigten Kriminalfälle im Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 an. Das heißt, unser Ausgangswert sind die Kriminalfälle im Jahr 2010, das sind 9306, und den Vergleichswert aus dem Jahr 2011 lesen wir auch aus der Tabelle ab, 10.391. Wenn ihr mein Überblicksvideo gesehen habt, wisst ihr, die relative Änderung ist die Antwort auf die Frage, um wie viel sich ein Wert bezogen auf den Ausgangswert ändert. Das heißt, im Zähler berechnen wir uns die absolute Änderung, und indem wir dann durch den Ausgangswert dividieren, sehen wir, wie sich diese Veränderung zum Ausgangswert verhält. Wir setzen ein. F von B ist der Wert aus dem Jahr 2011, also 10.391 minus der Wert aus dem Jahr 2010, 9.306, und wir dividieren durch diesen Wert 9.306. Im Zähler können wir die Differenz bilden und wir erhalten 1085 durch 9.306. Mit Technologie können wir uns diesen Wert berechnen, und das ergibt circa einen Wert von 0,1166. 1085 war der Anstieg der Kriminalfälle in absoluten Zahlen, das heißt, 2011 hat es im Burgenland um 1085 angezeigte Kriminalfälle mehr gegeben als 2010. Und wir sind auch schon beim Ende angelangt. Die relative Änderung im Burgenland in diesem Zeitraum beträgt 0,1166. Noch ein paar Worte zum Verständnis. Wir wissen, die prozentuelle Änderung ergibt sich, indem man die relative Änderung mit 100 multipliziert. Das heißt, wir können auch sagen, die Zahl der angezeigten Kriminalfälle hat im Burgenland vom Jahr 2010 zum Jahr 2011 um 11,66% zugenommen. Aber das ist eigentlich schon mehr Wissen, als hier gefragt ist.